Kapitel 8.3 Klare Beweise für die Erhabenheit Allahs. Da aus der Sicht Allahs die größte Sünde die Anbetung anderer neben Allah oder die Anbetung anderer mit Allah zusammen ist und alles außer ihm seine Schöpfung ist, sind alle Prinzipien des Islam entweder direkte oder indirekte Verbote der Anbetung der Schöpfung. Die fundamentalen Glaubensgrundsätze unterscheiden klar zwischen Schöpfer und Schöpfung. Es gibt eine Reihe auf den wesentlichen Elementen der islamischen Glaubensgrundlagen basierenden Beweise, anhand derer die orthodoxen Gelehrten des Islam untermauerten, dass Allah vollkommen von seiner Schöpfung getrennt und darüber ist. Es folgen 6 solche Beweise. Erstens, ein natürlicher Beweis. Aus islamischer Perspektive gesehen wird der Mensch mit bestimmten natürlichen Neigungen geboren und ist nicht nur ein Produkt seiner Umgebung. Dies basiert auf der Koranstelle, in der Allah erläutert, dass er bei der Erschaffung Adams alle Nachfahren aus diesem hervorkommen und für Allahs Einheit und Einzigkeit Zeugnis ablegen ließ. Dieses Konzept wird ferner betont durch die Aussage des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, dass jedes neugeborene Kind mit der Neigung, Allah anzubeten, auf die Welt kommt, dass die Eltern jedoch aus ihm einen Juden, Christen oder Zarathustrier machen. Daher kann die natürliche Reaktion des Menschen gegenüber den Implikationen des Glaubens, Gott sei überall, zu einem bestimmten Grad als Maßstab zur Überprüfung der Richtigkeit herangezogen werden. Wenn Allah überall existierte und in jeder Sache gegenwärtig wäre, so würde dies darauf hinauslaufen, dass seine Essenz auch an schmutzigen und dreckigen Orten zu finden ist. Die meisten Menschen weichen, wenn sie mit dieser Behauptung konfrontiert werden, von Natur aus von dieser Vorstellung zurück. Instinktiv sehen sie sich außerstande, irgendeine Aussage zu akzeptieren, die darauf hinausläuft, dass Allah, der Schöpfer des Universums, in menschlichen Ausscheidungen oder in anderen Dingen oder an anderen Orten vorkäme, die nicht zu seiner Erhabenheit passen. Daraus kann geschlossen werden, dass eine derartige Behauptung kaum korrekt sein kann. Die natürlichen menschlichen Instinkte, die Allah in uns gelegt hat, lehnen die Vorstellung ab, dass Allah überall sei. Diejenigen, die nicht gewillt sind, den Gott ist überall Glauben aufzugeben, könnten allerdings argumentieren, dass die menschliche Abscheu gegenüber diesem Konzept das Ergebnis der Erziehung und der Verhältnisse sei und nicht das Ergebnis seiner natürlichen Instinkte. Jedoch lehnt die große Mehrheit der Kinder dieses Konzept automatisch, ohne zu zögern und nachzudenken, ab, selbst wenn sie zuvor mit der Idee, dass Allah überall sei, indoktriniert wurden. Zweitens, der Gebetsbeweis. Nach den Gesetzen und Regeln für das Gebet im Islam müssen Orte des Gottesdienstes vollkommen frei sein von Statuen und bildlichen Darstellungen Gottes oder seiner Schöpfung. Es ist auch nicht erlaubt, eine der gottesdienstlichen Bewegungen, die im formalen Gebet vorkommen, also Verbeugung oder Niederwerfung, irgendjemandem oder irgendetwas anderem außer Allah gegenüber zu vollziehen. Wäre Allah überall präsent, in allen Dingen und in jedem Individuum, dann wäre es für die Menschen durchaus akzeptabel, sich gegenseitig anzubeten oder sogar sich selbst anzubeten, so wie es der Sufi-Heilige Ibn Arabi in manchen seiner Schriften vorschlug. Ebenso wäre es nicht möglich, einen Götzenanbeter oder jemanden, der Bäume oder Tiere anbetet, logisch davon zu überzeugen, dass seine Methode der Anbetung falsch ist und dass er nur den einen, unsichtbaren Gott, Allah, der einzig und ohne Partner ist, anbeten solle. Der Götzendiener würde vielmehr antworten, dass er nicht das Objekt an sich anbete, sondern den Teil Gottes, der sich in diesen Objekten befinde, oder Gott, der in den Menschen- oder Tierformen erscheine. Dennoch klassifiziert der Islam jenen, der solch eine Tat ausführt, ungeachtet seiner Begründung, als Kafir, also Ungläubigen. Tatsache ist, dass sich so jemand vor Allahs Schöpfung niederwirft. Der Islam kam, um die Leute von der Anbetung des Menschen und anderer erschaffener Dinge zu befreien und sie zur alleinigen Anbetung des Schöpfers zu führen. Deswegen zeigen die Befehle des Islam über die Anbetung eindeutig, dass Allah nicht in erschaffenen Dingen zu finden ist. Er ist von ihnen vollkommen getrennt.
Dies wird ferner durch ein vollständiges Verbot der bildlichen Darstellung Allahs oder irgendwelcher Lebewesen gestärkt. Drittens, der Mi'raj-Beweis. 2 Jahre vor der Auswanderung nach Medina vollzog der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, eine wundersame Reise, die Isra, von Mekka nach Jerusalem, von wo er durch die 7 Himmel aufstieg. Dies bezeichnen wir als Mi'raj. Diese Reise wurde ihm gewährt, damit er direkt in Gegenwart Allahs sein konnte. Dort, über den 7 Himmeln, wurde das 5-malige tägliche Gebet, As-Salah, zur Pflicht auferlegt. Allah sprach direkt zum Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, und offenbarte ihm die letzten Verse der Sura Al-Baqarah. Wäre Allah überall, hätte es für den Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, keine Notwendigkeit gegeben, irgendwo hinzugehen. Er wäre dann auch auf der Erde in seinem eigenen Haus, in der unmittelbaren Gegenwart Allahs gewesen. Daher beinhaltet das Ereignis über den wundersamen Aufstieg des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, durch die Himmel, die Implikation, dass Allah über seiner Schöpfung und nicht ein Teil von ihr ist. Viertens, der koranische Beweis. Die Anzahl der Verse im Koran, welche aussagen, dass Allah über seiner Schöpfung ist, sind zu viele, um aufgezählt werden zu können. Diese Aussage ist fast in jeder Sura des Korans, entweder direkt oder indirekt zu finden. Unter den indirekten Verweisstellen sind jene, die sich auf Dinge beziehen, welche zu Allah aufsteigen oder von ihm herabsteigen. Beispielsweise nennt sich Allah selbst As-Samad in Sura Al-Ikhlas, Vers 2, was der, zu dem Dinge aufsteigen, bedeutet. Manchmal sind solche Verweisstellen sehr deutlich. Die Engel und Gabriel steigen zu ihm auf in einem Tage, dessen Ausmaß 50.000 Jahre beträgt. Sura Al-Ma'arij, Vers 4. Ebenso wie im Fall von Gebet und Dhikr, worüber Allah sagt, zu ihm steigt das gute Wort empor. Sura Al-Fatir, Vers 10. Sogar Pharao sagte, O Haman, baue mir einen Turm, so dass ich die Zugänge erreiche, die Zugänge zu den Himmeln, damit ich ihn sehen kann, den Gott Moses, und ich halte ihn wahrlich für einen Lügner. Sura Ghafir, Vers 36 und 37. Ein Beispiel für das Herabsteigen Allahs findet sich im folgenden Vers. Sprich, der Geist der Heiligkeit hat ihn, den Koran, von deinem Herrn in Wahrheit herabgebracht, auf dass er die festige, die da glauben. Und er hat den Koran zu einer Führung und einer frohen Botschaft für die Gottergebenen herabgebracht. Sura An-Nahl, Vers 102. Direkte Verweisstellen können sowohl in den göttlichen Namen Allahs als auch in seinen expliziten Aussagen gefunden werden. Beispielsweise benennt sich Allah mit den Namen Al-Ali und Al-A'la und beide bedeuten der Höchste, über dem nichts anderes ist. Diese kommen zum Beispiel als Al-Ali Al-Azim, wie in Surah Al-Baqarah, Vers 225, oder als Rabbika al-A'la in Surah al-A'la, Vers 1 vor. Ebenso verwies er auf sich selbst als jemanden, der über seinen Dienern steht, indem er sagt, er ist al-Qahir, zu mächtig, dass ihm Einhalt geboten wird, über seine Diener. Surah al-An'am, Vers 18. Ebenfalls beschrieb er seine Diener als diejenigen, die ihren Herrn fürchten, der über ihnen ist, und tun, was ihnen befohlen wird. Sura An-Nahl, Vers 50.
Daher offenbart der Koran jenen, die über seine Bedeutung nachdenken, deutlich, dass Allah hoch über seiner Schöpfung und weder innerhalb der Schöpfung noch von ihr umgeben ist. Fünftens, der Beweis aus dem Hadith. Es gibt ebenso viele Beweise in den Aussagen des Propheten, die eindeutig belegen, dass Allah nicht auf der Erde oder innerhalb seiner Schöpfung ist. Ähnlich wie die Koranverse beinhalten auch einige Hadithe indirekte Belege, während in anderen direkte sind. Unter den indirekten oder impliziten Stellen sind jene, die sich auf das Aufsteigen der Engel zu Allah beziehen. So heißt es im Hadith von Abu Huraira, dass Allahs Gesandter, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Eine Gruppe von Engeln bleibt über Nacht mit euch und eine andere Gruppe von Engeln bei Tag. Und beide Gruppen sammeln sich zur Zeit des Asr-Gebets am Nachmittag und des Fajr-Gebets beim Frühlicht. Dann steigen jene Engel, die über Nacht mit euch blieben, zum Himmel auf und Allah fragt sie über euch, obwohl er alles über euch weiß. Unter den indirekten Verweisstellen sind jene, die sich darauf beziehen, dass Allah über seinem Thron und dieser selbst über der gesamten Schöpfung ist. Ein Beispiel dieser Art kann in der Überlieferung Abu Hurairas gefunden werden, der zufolge der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Als Allah die Schöpfung abschloss, schrieb er in einem Buch bei sich über seinem Thron: Wahrlich, meine Barmherzigkeit wird meinen Zorn übertreffen. Ein Beispiel des direkten Hinweises ist der Bericht über die Frau des Propheten, Zainab bin Jahsch, die sich gewöhnlich gegenüber den anderen Frauen des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, damit brüstete, dass sie von ihren Familien mit dem Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, verheiratet worden seien, während sie selbst von Allah über den sieben Himmeln verheiratet wurde. Ein weiterer Beleg kann in einem Dua gesehen werden, dass er den Kranken lehrte, damit diese für sich selber beteten. Unser Herr ist Allah, der über den sieben Himmeln ist. Dein Name sei geheiligt. Der folgende Hadith ist möglicherweise der deutlichste unter den direkten Referenzen. Muawiyah ibn al-Hakam sagte: Ich hatte ein Dienstmädchen, das sich um meine Schafe in der Gegend des Berges Uhud, in der Nähe eines Ortes namens Al-Jawariya, kümmerte. Als ich eines Tages kam, um nach ihnen zu sehen, fand ich, dass sich ein Wolf mit einem Schaf aus ihrer Herde davongemacht hatte. Da ich, wie der Rest der Nachfahren Adams, Taten tue, die ich dann bedauere, gab ich ihr eine starke Ohrfeige. Als ich mit dieser Geschichte zum Gesandten Allahs, Friede und Segen seien auf ihm, kam, sah er meine Sache als schwerwiegend an. Ich sagte: O Gesandter Allahs, soll ich sie freilassen? Er antwortete: Bring sie zu mir. Daher brachte ich sie. Er, Friede und Segen seien auf ihm, fragte sie: Wo ist Allah? Und sie antwortete: Über den Himmeln. Danach fragte er: Wer bin ich? Und sie antwortete: Du bist Allahs Gesandter. Er, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Lass sie frei, denn wahrlich, sie ist eine echte Gläubige. Wenn man den Glauben anderer überprüft, wäre als Frage zu erwarten: Glaubst du an Allah? Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, stellte diese Frage nicht, weil die meisten Menschen seiner Zeit an Allah glaubten, so wie es der Koran häufig erwähnt. Und wenn du sie fragst: Wer hat die Himmel und die Erde geschaffen und euch die Sonne und den Mond dienstbar gemacht? Dann werden sie gewiss sagen: Allah. Wieso lassen sie sich dann abwenden? Sura Al-Ankabut, Vers 61. Da die heidnischen Mekkaner zur damaligen Zeit glaubten, dass Allah in ihren Götzen anwesend und somit ein Teil der Schöpfung sei, wollte der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, feststellen, ob ihr Glaube verwirrt und heidnisch,
wie bei den anderen Mekkanern, oder ob er eindeutig monotheistisch war und mit den göttlichen Lehren übereinstimmte. Daher stellte er ihr eine Frage, mit der er herausfinden konnte, ob sie wusste, dass Allah nicht Teil seiner Schöpfung ist, oder ob sie glaubte, dass Allah in Form seiner Schöpfung angebetet werden könne. Ihre Antwort, dass Allah über den Himmeln sei, sollte von echten Muslimen als einzig gültige Antwort auf die Frage, wo ist Allah, betrachtet werden, weil der Prophet auf der Grundlage dieser Antwort urteilte, dass sie eine wahre Gläubige war. Falls Allah überall wäre, so wie manche Muslime es bis zum heutigen Tage behaupten, dann hätte der Prophet die Antwort über den Himmeln korrigiert, da alles in seiner Gegenwart Gesagte, was er nicht ablehnte, entsprechend dem islamischen Gesetz als gebilligte Sunna, das heißt Zustimmung durch Schweigen, betrachtet wird und somit gültig ist. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, hat indes ihre Aussage nicht nur akzeptiert, sondern sie aufgrund dieser Aussage als wahre Gläubige bezeichnet. Sechstens. Der Konsens früherer Gelehrter. Die Aussagen früherer Gelehrter des Islam, welche die Transzendenz Allahs bekräftigen, sind so zahlreich, dass man sie in dieser kurzen Abhandlung nicht alle nennen kann. Der Hadith-Gelehrte Al-Dhahabi aus dem 15. Jahrhundert schrieb ein Buch mit dem Titel Al-Ulu lil-Ali al-Azim, in dem er die Aussprüche von über 200 großen Gelehrten der Vergangenheit, die Allahs Transzendenz bestätigten, sammelte. Ein gutes Beispiel solcher Aussagen kann in Muti' al-Balachis Überlieferung gefunden werden. Dieser fragte Abu Hanifa nach seiner Meinung über jemanden, der sagt, dass er nicht wisse, ob sein Herr in den Himmeln oder auf der Erde sei. Abu Hanifa antwortete, er ist ungläubig geworden, weil Allah sagt, der Barmherzigste ist über seinem Thron. Surah Taha, Vers 5. Und sein Thron ist über seinen sieben Himmeln. Er, Al-Balachi, sagte dann, was ist, wenn er sagt, dass er über seinem Thron ist, aber er weiß nicht, ob der Thron in den Himmeln oder auf der Erde ist? Abu Hanifa antwortete, er ist ungläubig geworden, weil er abgelehnt hat, dass er, Allah, über den Himmeln ist. Und wer auch immer ablehnt, dass er über den Himmeln ist, der ist ein Ungläubiger. Obwohl viele Anhänger der hanafitischen Rechtsschule behaupten, dass Allah überall sei, haben ungeachtet dessen die ersten Vertreter ihrer Schule diese Position nicht eingenommen. Das Ereignis, bei dem Abu Hanifas bekanntester Schüler, Abu Yusuf, zu Bishr al-Marisi sagte, dass er bereuen solle, weil dieser es ablehnte, dass Allah über dem Thron sei, wurde in einigen Schriften jener Zeit aufgezeichnet.